Magnificenz Burmann, Spektabilitäten, Herr Staatsminister Heubisch, Herr Ehrensenator Ruppert, verehrte Kolleginnen und Kollegen Professoren und Dozenten, Frau Caroline Salwächter als Repräsentantin und Vorsitzenden des Studentenparlaments zusammen mit allen Kommilitoninnen und Kommilitonen, die hier sind und all denen, die Sie, Frau Salwächter, so hervorragend vertreten. Verehrte Akademische Festversammlung, eigentlich hatte ich die Absicht, sofort zum eigentlichen Thema zu kommen, habe dann aber die Genehmigung von Magnificenz eingeholt, einige Vorbemerkungen machen zu dürfen zu dem, was ich das große Vergnügen, die Ehre und die Auszeichnung hatte, in den letzten knapp 2 Stunden zu hören. Ich werde Sie nicht lange damit aufhalten, aber ich möchte schon drei Dinge gerne sagen, und ich möchte mit Frau Salwächter beginnen. Ich fand das bemerkenswert, sowohl was Sie heute gesagt haben, wie was in der Broschüre von Ihnen gesagt wird, die wir alle gesehen haben oder gelesen haben, was Sie zu 2 Gegenständen gesagt haben, von denen ich jedenfalls den zweiten auch nachher noch mal berühren werde, nämlich zum Studium Generale. Ich fand es eindrucksvoll, dass Sie das in Zusammenhang gebracht haben mit dem Barcelona-Prozess, und zwar mit dem Bachelor, und kann Ihnen da nur zustimmen. Der Bachelor ist eine Verschulung des Studiums, und man glaubte, auf diese Weise das Studium zu verkürzen. Mitnichten. Eine große Zahl der Studenten sucht jetzt die Möglichkeit, auch noch das Masterprogramm zu machen, was dann insgesamt länger dauert, weil sie das Gefühl haben, dass sie in der sehr gepressten Zeit des Barcelona-Prozesses eben gerade das nicht können, was Sie in Ihrem Vortrag gesagt haben, nämlich, wie haben Sie es formuliert, um auch etwas Zeit zu finden, zu sich selbst zu kommen. Finde ich eine beachtliche Feststellung. Aber es gibt noch eine ganze Reihe von Gründen, warum dieses Studium Generale so bedeutend ist. Und das Zweite ist ebenfalls für mich, vor allen Dingen, weil ich mal Rektor in einer Zeit war, wo man einen solchen Vortrag eines studentischen Repräsentanten nie hätte erwarten können. Ich finde es bemerkenswert, was Sie zu den Studiengebühren sagen. Und gut, man muss es akzeptieren, wenn ein Parlament das wieder aufhebt, was es vorher beschlossen hat, dann, das passiert im Augenblick dauernd. Also, aber was Sie doch könnten als junge Leute und als Studenten, ist mal Motivforschung zu betreiben. Was ist da passiert? Das Interessante ist, wenn die Studiengebühren jetzt tatsächlich wieder aufgehoben werden, dann muss die Universität zum Staat gehen und einen Ausgleich verlangen. Im Ergebnis werden also die Studenten subventioniert durch einen direkten Ausgleich, weil sie eine Leistung nicht mehr erbringen mussten, die sie bisher erbracht haben. Nun liegt es ja nahe, nicht nur das Studium nicht nur als eine Pflichtübung, um später was werden zu können, zu betrachten, sondern auch als eine Auszeichnung, wenn der Staat es bezahlt. Immerhin, die Handwerkskammern sehen das anders. Die Anstrengungen, die ein Handwerker machen muss, bis er Geselle ist und dann auch noch die Meisterprüfung ablegen muss, ist mit sehr relativ hohem Aufwand verbunden. Dass diese Leistung einer Leistung eines vollen Studiums gleichgestellt werden kann, steht für mich außer Frage. Wie kommt es, dass man den Erwerb von hochqualifizierten zusätzlichen Lebenschancen kostenlos erwartet? Diese Frage kann ich mir nicht ganz erklären, aber ich biete Ihnen an, vielleicht einige Erfahrungen später mal einzubringen. Nur ein Unverständnis will ich sagen: Wenn jemand sich körperlich ertüchtigt, im Fitnessstadium steht, kommt er nie auf die Idee, dass der Staat das bezahlen müsste, obwohl seine Fitnessübungen wahrscheinlich im langen Verlauf der Dinge die Krankenkosten, die er für die Allgemeinheit aufbringt, nicht
so hochsteigen lässt. Also er macht einen Beitrag für die Allgemeinheit, nicht nur für sich selbst. Trotzdem zahlt er vollkommen kritiklos. Hier wird geistige Fitness angeboten. Das kann man durchaus vergleichen. Studium ist auch ein Fitnesstraining. Hier werden Fähigkeiten gelernt, die man sonst nirgend lernen kann, außer eben an Hochschulen und in einer Hochschulcommunity. Ich empfehle wirklich, die Fragen mal auf ein etwas anderes Niveau zu heben. Und das Dritte ist, was Magnificenz über die Hochschulfinanzierung selbst gesagt hat. Und da will ich Ihnen nur einen Eindruck mitgeben. Ich befasse mich seit Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts mit den Folgen der demografischen Entwicklung in Deutschland. Zu den erstaunlichsten Phänomenen, die inzwischen eingetreten sind, gehört, dass die geburtenstarken Jahrgänge, die ja heute der Träger sind der Gesellschaft, der aktiven Gesellschaft, in ihrer großen Mehrheit, inzwischen wachsen auch die kleineren Nachgänge in diese Verpflichtung, dass die geburtenstarken Jahrgänge, zu denen auch unsere Kinder gehören, aus eigenem Beschluss, ohne jeden und durch Änderung ihrer Einstellung zum Leben, zur Familie und so weiter, als Folge 30% weniger Kinder gehabt haben, als sie selbst sind. Das heißt, wir haben eine Verengung des demografischen Profils, und zwar schlagartig. Zwischen Anfang und Mitte der 70er Jahre bis Ende der 70er Jahre bricht die Geburtenrate von knapp 2 auf 1,4 zusammen, ein Drittel weniger. Auf 3 geburtenstarke Jahrgänge kommen 2 Nachfolger. Wenn das so ist, dann müssten doch alle diejenigen, die in der Politik mitarbeiten, also die politischen Akteure in unserem Land, die zu dieser bedeutenden Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern gehört, sich überlegen, was ist denn die Konsequenz unseres Handelns? Was bedeutet das? Und Universitäten zu erhalten, ist eine der wichtigsten Vorsorgen, die eine Gesellschaft für ihre Zukunft tun kann. Aber wenn Sie jetzt mal die Budgetverteilung, die Verteilung von Mitteln in unserem Land betrachten, immerhin im Bund sind die Sozialkosten mehr als die Hälfte und die Forschung und Entwicklung 4%. Das ist ein völliges Missverhältnis, der Gegenwartsbedienung und der Zukunftsbedienung. Und dieses Missverhältnis müssen wir zur Debatte stellen. Und zwar nicht, weil wir etwas gegen die Menschen im Land haben, die Hilfe brauchen. Das steht völlig außer Frage. Sondern weil es eine Fülle von Leistungen gibt, die entbehrlich wären, ohne dass die Bundesrepublik Deutschland ein unsozialer Staat wird. Und wenn auch nur ein geringfügiger Teil dieser Mittel in die Hochschulen, in die Bildung der nachwachsenden Generation kommt, wäre das eine soziale Leistung zugunsten der gegenwärtig Aktiven im Blick auf die Notwendigkeit, in der Zukunft eine leistungsfähige Bevölkerung zu haben, die dann nämlich die Ressourcen erarbeiten sollen, aus denen die Alterssicherung der geburtenstarken Jahrgänge finanziert wird. Dies ist zugleich ein Beispiel für das, was ich jetzt in meinem Vortrag behandeln will, nämlich die Zusammenführung. Nämlich die Analyse interventionistischer Entscheidungen in der Politik, aber in der Medizin überall, das heißt punktuellen Entscheidungen, die Zusammenführung von punktuellen Entscheidungen, um zu prüfen, ob die insgesamt einen Sinn machen. Aus der einzelnen Entscheidung selbst kann man die Frage nicht beantworten. Man kann es versuchen. Aber man kennt weder die Risiken noch die Nebenwirkungen, die man mit der Intervention unternimmt. Und es gehört zu den großen Aufgaben, die Governance, Wissenschaft und alle eigentlich mit zu bedienen haben, ist diese Zerfaserung und wachsende Unübersichtlichkeit und Widersprüchlichkeit der öffentlichen Ordnung, der Verfassungsordnung, unter die Lupe zu nehmen, unter dem Gesichtspunkt, wie sind denn die ordnungspolitischen Zusammenhänge, wenn es denn überhaupt noch welche gibt? Und wie kann man bei solchen Einzelentscheidungen besser die Nebenwirkungen und Risiken abmessen, als das bisher der Fall ist? Das EEG-Gesetz, also Erneuerbare-Energie-Gesetz, ein hervorragendes Beispiel.
Es wird interveniert unter dem Eindruck einer schnell erkannten Energiekrise. Diese Intervention besteht in einer Subvention, die zur Motivierung der Bevölkerung führen soll, sich besser ökologisch zu verhalten. In der Tat wird aber eine Intervention angeboten, die ausschließlich von der Bevölkerung als ein sehr willkommenes Geschenk sehr schnell auf schnellem Wege mit hohen Abschreibungen und später hohen Erträgen Vermögen zu bilden. Und deshalb haben die Bauern nicht nur in Bayern oft Scheunen zusätzlich gebaut oder erweitert, um diese Scheunen mit Platten der Photovoltaik zu belegen und dann möglichst schnell die 49 Cent Einspeisezahlung zu bekommen, plus die, wenn man das vorher gewusst hätte, dann hätte man das anders gemacht. Und wenn man das anders gemacht hätte, hätte man nach jetzigen Zahlungen etwa 120 Milliarden Euro Steuerausgaben vermieden. Man hätte, mit anderen Worten, wir haben eine Lage, wo das Auseinanderdriften von Einzelentscheidungen zu einer außerordentlich großen Unübersichtlichkeit führt. Und die nun, verehrte Festversammlung, ist besonders gefährlich, wenn man sich in einer Zeit befindet, die man zu Recht als eine Umbruchzeit behandelt. Diese Umbruchzeit Ihnen darzustellen, ist eigentlich überflüssig. Trotzdem sage ich drei Daten. Das erste Datum ist, dass während meiner Lebenszeit, ich bin 1930 geboren, sich die Weltbevölkerung fast vervierfacht hat. Und wenn ich so alt werde wie mein Vater, der ist 96 geworden, wird sie sich gut vervierfacht haben. Es ist offensichtlich, dass der Globus, der schon vor 20, 30 Jahren unter den Lasten der Industrialisierung gestöhnt hat, keine Bevölkerung von 7,5 Milliarden Menschen tragen kann, ohne dass die Menschen auf diesem Globus sich völlig anders verhalten oder schreckliche Auseinandersetzungen und Verdrängungskämpfe riskieren. Es gibt daran geht da kein Weg vorbei. Nun ist das Einfachste zu sagen, let's wait and see. Es gibt ja die schöne Formulierung, schauen wir mal. Aber das ist zu spät, denn die Zeit ist längst abgelaufen, in der wir eine langfristige Vorbereitung vornehmen können. Wir brauchen also eine enorme energische Anstrengung, dieses Problem zu lösen. Und da leite ich jetzt für die Hochschulen. Von der Existenz dieses Problems, die ich gleich nochmal zurückkomme, das hängt mit Ressourcenverbrauch. Ich habe inzwischen gelernt, das viel schwierigere Hindernis ist die Entsorgung. Es gibt keine Entsorgungsmöglichkeiten mehr für das, was alles anfällt, von CO2 angefangen mit allem anderen, die ausreichen würden, unseren Lebensstandard so weiterzuführen, es sei denn, wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir die sind, die ihn haben, und etwa 85% der Bevölkerung in der Welt ihn nicht haben kann. Das wird, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, nicht lange dauern, weil die Weltbevölkerung es nicht akzeptiert. Was ist notwendig? Es ist notwendig, Aufklärung und Beschreibung der Sachverhalte. Ich sage ausdrücklich Aufklärung und Beschreibung der Sachverhalte und Beschäftigung mit den Konsequenzen. Nun werden Sie sagen, Aufklärung mit den Sachverhalten ist doch was vollkommen Normales. Ich kann Ihnen aus meiner inzwischen 60-jährigen Erfahrung, und die Erfahrungen sind in der Wissenschaft, genau in der Wirtschaft und in der Politik relativ vergleichbar, zeigen, dass überall dort, wo Machtstrukturen entstehen, die Aufklärung von Sachverhalten äußerst große Schwierigkeiten bereitet. Mein Freund Meinhard Miegel und ich Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts uns mit dem sozialen Wohnungsbau beschäftigt haben, der ja nicht eine Subjektförderung, also der Mieter, sondern eine Objektförderung, das heißt der Investoren zum Gegenstand hatte, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass das ein Fass ohne Boden ist und dass man das ändern muss. Intern waren alle der gleichen Meinung, aber die Organisationen des sozialen Wohnungsbaus waren das nicht. Und so haben sie jede Debatte über dieses Phänomen unterdrückt. Und zwar mit dem ganz einfachen Satz, Totschlagargument, der will euch die Wohnungen nehmen. Ich war damals wissenschaftlich tätig. Nach meiner Generalsekretärzeit haben wir ein Wissenschaftsinstitut gegründet in
in Bonn, von dem viele dieser Erkenntnisse ausgingen. Zusammengefasst, Sachverhältnis, Sachverhaltsaufklärung in vermachteten Situationen führt auf erbitterten Widerstand. Nirgends kann die Freiheit der Universität wirksamer werden, aus der ja auch die Unabhängigkeit der Universität erwächst, die zusätzlich der Freistaat Sachsen, wie ich jetzt höre, nicht nur mit großer Leidenschaft, sondern auch besonderer Energie betreibt. Aber eins muss ich Ihnen jetzt doch sagen, das geht nicht, das kann ich nicht weglassen. Sie haben gesagt, Bayreuther Festspielen seien das bedeutendste Kunstereignis in Deutschland. Wir können vielleicht mal gelegentlich zu Abend essen und uns dann verständigen, was es noch für bedeutendste Kunstwerke. Aber zurück, ernsthaft. Verzeihen Sie mir, aber irgendwie haben wir doch, waren die Bayern und die Sachsen eigentlich immer ganz gut miteinander. Und das vor allem, im Grenzbereich zwischen beiden, Oberfranken. Also, zurück zum Gegenstand. Die Universität ist der Ort, wo jedenfalls dem Grunde nach und eigentlich auch der Praxis nach die Freiheit und die Geschütztheit vor Besitzständen bestehen müsste, die es erlaubt, Sachverhalte wirklich zu erforschen. Und ich empfehle, dass man das tut. Das ist im Übrigen eine wunderbare Aufgabe, die Studenten und Professoren zusammen machen können. Denn die ganzen Recherchen und so weiter, wenn da Professoren kommen, geht die Tür sofort zu, weil der intelligente Fragen stellt. Aber die Leute wissen in der Regel nicht, dass Studenten auch intelligente Fragen stellen. Vor allen Dingen, wenn sie sagen, können Sie mir mal helfen, ich verstehe das nicht. Dann wird Ihnen bereitwillig Auskunft gegeben und wenn Sie das alles zusammentragen, haben Sie möglicherweise ein sehr interessantes Problem am Wickel. Wir haben jetzt für die Schwierigkeiten, die vor uns liegen und die ich nicht verkleinern möchte, für die Bewältigung dieser Schwierigkeiten keine historischen Erfahrungen. So etwas hat es noch nie gegeben. Es hat in der Menschheitsgeschichte noch keine Gesellschaft gegeben, wo die Alten zahlenmäßig größer waren als die Jungen. Es hat, dass ein Bevölkerungsaufbau nicht mehr dem Bild der Pyramide folgt, sondern dem Bild eines Baumes, war vor 100 Jahren undenkbar. Heute sind die geburtenschwachen Jahrgänge die Träger oder in wenigen Jahren und die geburtenstarken Jahrgänge sind die Krone. Daraus ergeben sich unendlich viele Konsequenzen, die aber erforscht werden müssen. Wir sind heute auf dem Weg, diese nicht zu erforschen, sondern wieder punktuell irgendwo einzugreifen. Da wird die Rente mal wieder versprochen, weil Unruhe herrscht unter den Rentnern, aber dass auch Unruhe schon herrscht unter den Jüngeren, die nämlich dieses Versprechen später einlösen müssen, das steht nicht auf der politischen Agenda. Und zwar deshalb, weil die Unruhe erst später erwartet wird. Und die spätere Unruhe zu vermeiden, ist ja nicht unsere heutige Aufgabe, sondern die Aufgabe der Interventionisten, wenn die Unruhe auftritt. Nur das geht nicht. Es geht nicht, weil daran nämlich die Solidarität zerbricht. Weil dann beide, weder die Älteren noch die Jüngeren, wissen, wie sie eigentlich ihre jeweilige Situation rechtfertigen wollen und welche Werte sie anziehen wollen, nachdem die Werte perforiert worden sind durch eine ständige Kanonade von Einzelentscheidungen, die man nicht wertbezogen treffen kann, wenn man keine Ordnungsvorstellung hat. Und deshalb ist das Nächste, neben der Aufklärung und das einige Themen habe ich erwähnt, Aufklärung, Bewusstsein, dass wir in exponentiellen Entwicklungen leben, nicht nur was die Menschheit angeht, sondern was den Ressourcenverbrauch angeht und so weiter und so weiter. Auch ein Mathematiker, der keine Summa Cum Laude Dissertation hingelegt hat, herzlichen Glückwunsch, wenn er sich noch beide Mathematiker, wird im Grunde sofort erklären können, dass exponentielle Entwicklungen nicht stabil sind. Das heißt, irgendwann kippen sie mal. Und wir befinden uns in einem Prozess der exponentiellen Entwicklung, in allen Bereichen. Ich komme gleich noch auf einen, der besondere Aufmerksamkeit erfordert. Die technisch-naturwissenschaftliche Revolution, in der wir uns mittendrin befinden und die begeistern kann, hat aber auch Nebenwirkungen. Wer erforscht die Nebenwirkungen? Jetzt erscheinen langsam Texte dazu.
Texte, die die Frage stellen, ob die modernen Kommunikationsmethoden, deren sich Kinder ja inzwischen ab Alter 4 bedienen und dabei eine Fertigkeit hinlegen bei der Bedienung dieser Apparate, die mir abgeht. Ich muss mich dabei meinen Enkeln ausbilden lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was sind die Nebenwirkungen dieser Sprachzertrümmerung, die durch eine Fülle von Kommunikationsformen zustande bringt, bei denen man zwar mitteilen kann, man ist da und man fühlt sich wohl oder nicht wohl oder man findet es gut oder schlecht, aber damit ist die Begründung für das jeweilige Urteil erledigt. Mehr kommt nicht. Was bedeutet das? Wir wissen doch, dass man nicht denken kann, was man nicht aussprechen kann. Und die Qualität des Denkens ist abhängig von der Qualität der Sprache. Ein Kollege aus der Universität Chemnitz, von Ihnen, hat eine Untersuchung gemacht. Ich glaube, es ist ein Kollege aus Ihrer Universität, eine Untersuchung gemacht durch Umfrage unter vielen Professoren über die Sprachqualität der Studenten. Darüber ist auch veröffentlicht worden. Ich habe diese vor wenigen Tagen nochmal gelesen. Wenn auch nur die Hälfte dessen richtig ist, was da an Auskünften gegeben worden ist, Sie sehen das? Ich gratuliere Ihnen dafür, dass Sie es gemacht haben. Wenn auch nur die Hälfte dessen, was darin steht, richtig ist, dann muss dieses Land vor Angst zittern. Denn wenn junge Menschen aufwachsen, wir kennen dieses Phänomen, Herr Kollege, ja schon lange von den Handwerkskammern. Und die Handwerkskammern sagen, da kommt jemand, will Lehrling werden, kann seinen Lebenslauf nicht schreiben. Oder nur mit 10, 15 Fehlern. Wie soll ich den ausbilden für eine moderne Technologie? Wie kann ich erwarten, dass der Englisch lernt? Überwiegend sind die modernen Apparate, reine Kfz-Werkstatt kommt mehr ohne die ganze Elektronik aus. 40% des Wertes eines Autos ist Elektronik. Also muss der junge Mann was lernen oder die junge Frau, worauf beide nicht vorbereitet sind. Wissen Sie, was die Konsequenz ist? 300.000 junge Leute in dem Alter, in dem man die Hauptschule verlässt und Lehrling werden will, befinden sich in Deutschland in sogenannten Maßnahmen. Ich habe vor wenigen Tagen mit Herrn Weise gesprochen, der ist auch entsetzt darüber. Maßnahmen heißt, sie werden mit irgendwas beschäftigt, mit irgendwas ausgebildet, in der Hoffnung, dass sie irgendwann dann doch nochmal wieder auf den ursprünglichen Entwicklungsweg zurückkommen. Wenn die das nach 3 Jahren nicht geschafft haben, haben sie praktisch keine Zukunft, außer wie die jungen Leute dann sagen, nach Hartz IV leben. Aber wie wollen wir denn das, was wir uns angewöhnt haben als Leistungsfähigkeit, über diese Zeit hin sichern? Ich meine, Sie können sagen, ich rede über die Zukunft, ich rede über die nächsten 15 Jahre. Ich habe mich gefreut, dass die Bayreuther Universität ein Planungsziel 2020 hat. Im Jahr 2020 geht mein Ältester in Pension. Und dann rücken die anderen nach. Und das sind 15 Jahre. Also wenn wir 30 Jahre statt 30 sagen statt 20, dann sind wir schon mittendrin. Und dann ist genau wie immer, wenn eine solche Krise dann entsteht, haben wir den Spielraum zu ihrer moderalen und geplanten Lösung verloren. Und es gilt der allgemeine Satz, der für mich immer wieder bestimmend ist, die Kosten für die Bewältigung eines vertagten Problems steigen mit dem Quadrat der verlorenen Zeit. Diese Überlegung muss uns beunruhigen. Und wir müssen, wenn wir über Universitäten und was dort geleistet werden kann, nicht reden, ob man ein Baccalaureat hinkriegt und dann vielleicht noch die notwendigen Masterprogramme, sondern ob hier die ganze Energie der kleineren Generation, die jetzt hier studieren, voll ausgeschöpft wird. Die Eile, mit dem das geschehen soll, ist inzwischen überflüssig. Die demografische Knappheit erlaubt längst eine etwas, und die längere Lebenserwartung von inzwischen 80 Jahren im Durchschnitt, erlaubt längst eine Entspannung der Lebensverläufe. Man muss nicht mit 23 oder 24 fertig sein, dass man noch einen Ingenieurberuf bekommt. 120.000 Ingenieure fehlen,
habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen, zusammengestellt von sehr verlässlichen Quellen. Ich will das jetzt nicht weiter fortführen. Die Aufzählung von Beispielen ist bei mir jetzt nicht eine beliebige Aufzählung, sondern sie soll eine Aufforderung sein. Und zwar Aufforderung an das, was wir jetzt auch gerade im universitären Bereich tun müssen. Ich komme zu dem zweiten Abschnitt, bei dem ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet habe, dass ich ihn auch aus Gründen des Studium Generale für wichtig halte. Aber hier möchte ich zunächst etwas Allgemeineres sagen, nämlich die Frage, wie geht man an solche Probleme an? Wir haben aus traditioneller Zeit eine gewisse Organisation wissenschaftlicher Disziplinen in Form von Fakultäten, Fachbereichen und so weiter. Das ist alles sehr nützlich. Aber wie steht es mit dem Interlocking, mit dem Zusammenarbeiten, mit dem sich gegenseitig befruchten dieser Disziplinen? Sie haben Magnificenz, diese Dresden International University und die Hertie School erwähnt. Ich habe in beiden an der Entwicklung des Konzepts maßgeblich mitgewirkt, aber meine Mitwirkung davon abhängig gemacht, dass in beiden Institutionen an Problemlösungen immer mehrere Fakultäten beteiligt sind. Also es gibt an der Dresden International University kein Masterprogramm nur aus einem Fakultätsbereich, sondern der Master verbindet dann entweder Medizin und Ökonomie oder Logistik und irgendwelche anderen Fragen. Jedenfalls, es werden mehrere Komplexe zusammengeführt mit dem Ziel, erstens, dass die Absolventen ein Fachwissen mitbringen, was sie normalerweise so nicht bekommen. Zweitens, dass die Kollegen gezwungen werden, miteinander zu arbeiten. Und das ist ein sanfter Zwang und einer, der auch sehr wirksam ist. Was heißt das? Das heißt, wir brauchen eine horizontale, über die Grenzen der Fakultäten hinaus erreichende gemeinsame Bemühungen um die Lösung neuer Probleme. Sie haben selbst in Ihrem Bericht eine Fülle von Fragen angesprochen, die man mit einer normalen bisherigen Fakultät nicht lösen kann. Es ist interessant, ich bin morgen in der Chemnitzer Universität, morgen Vormittag, eine Veranstaltung der Philosophen, die sich mit dem Euro beschäftigen. Sie haben entdeckt, dass das keineswegs nur ein rein ökonomisches Problem ist, sondern dass hier ein Zusammenwirken von Wertvorstellungen, von Verhaltensweisen, von kulturellen Unterschieden und so weiter vorliegt, ohne deren Berücksichtigung man das Problem nicht lösen kann. Wenn Sie das Problem des Euro auf die Ökonomie lösen, haben Sie schon verloren. Und einer der wesentlichen Gründe dafür, dass wir das Problem haben, ist, dass man bei der Begründung der Zusammensetzung der Währungsunion die historischen, kulturellen, sprachlichen Lebensformverhältnisse der beteiligten Partner ignoriert hat. Ganz abhängig von der Frage, von der Prüfung der Frage, ob die beteiligten Demokratien alle die gleiche Disziplin aufbringen wie die Deutschen. Das ist keine lustige Frage, sondern das Problem ist, Sie sehen das jetzt im Verhältnis Deutschland-Frankreich, das Problem ist, dass wir aus Gründen, die ich jetzt überhaupt nicht ausbreiten will und schon gar nicht im Wege von Selbstlob, durch historische Ereignisse auf eine Strecke gezwungen wurden, an der Erhard wesentlich beteiligt war. Großes Verdienst, er war ein Prophet, er war kein schlechter Kanzler, er war ein Prophet. Er hat vorausgesehen, was da kommt und hat es alles beschrieben. Sie können das alles bei Erhard nachlesen. Der Interventionismus, das Zerfallen von Solidaritäten und so weiter und so weiter. Okay, wenn wir glauben, dass wir die Probleme, die wir jetzt haben, auf der ökonomischen Basis lösen können, dann werden wir scheitern. Und zwar aus einem ganz praktischen Grund. Wir finden keine große Economic Community mehr, die in Bezug auf die Antworten miteinander Übereinstimmung erzielen kann. Einschließlich der Kommunität der Nobelpreisträger. Die können es auch nicht mehr.
Ich war auf der letzten Nobelpreisträgertagung für Wirtschaftswissenschaften in Lindau. Ich habe mit Herrn Stieglitz und anderen gesprochen. Die feinden sich zum Teil inzwischen gegenseitig an und sagen, sie, der andere hätte 40 Jahre den Studenten was Falsches erklärt. Und das sei die seien die Gründe für die Krise. Ich vereinfache das jetzt. Es geht etwas eleganter vor, wenn man mal von Herrn Krugman absieht. Aber das eigentliche Problem ist, es findet kein Ringen mehr statt zwischen den verschiedenen, den Philosophen, den Soziologen, den Politologen, den Governance-Leuten und den Historikern. Die hätten alle da mitwirken müssen. Und nur wenn man so etwas zustande bringt, kann man mit einer gewissen Sicherheit davon ausgehen, dass man nicht die wichtigsten Zusammenhänge übersehen hat. Das Übersehen von Zusammenhängen ist aber in einer dramatischen Zeit wie der heutigen, die sich unendlich schnell entwickelt, außerordentlich wichtig. Ich will ein Beispiel aus dem Recht bringen. Ich bin Jurist. Wir haben als Juristen gelernt, dass man Normen mit einer gewissen Kontinuität ausgestattet sind. Dem Gesetz wohnt die Langfristigkeit inne. Das haben wir gelernt. Das ist so jetzt, was weiß ich, 70 Jahre her. 60, ich will nicht übertreiben. 60 Jahre her. Was ist daraus geworden? Ich war vor wenigen Tagen bei der Steuerberaterkammer in Stuttgart und in Köln. Mit beiden habe ich diskutiert über die Halbwertszeit von Vorschriften, die sie anwenden. Die haben mir erzählt, die Sache sei inzwischen so, dass die Finanzämter bei Ihnen anriefen, um zu erfahren, wie die Norm angewendet werden muss. Sie verstünden sie nicht mehr. Sie verstünden ganze Komplexe nicht mehr. Ich bin während meiner Ministerpräsidentenzeit, da ist man immer ja auch mal einmal ein Jahr lang Bundesratspräsident, in der Zeit bin ich nach Karlsruhe gefahren und habe dem Verfassungsgericht einen Besuch gemacht. Und bei dem Mittagessen habe ich die Runde, es war wirklich sehr schön, habe ich die Runde gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, dass sie mal eine Gesetzesnorm aufheben als nichtig, mit der Begründung, sie sei so unverständlich, dass sie vergleichbar sei einer Norm, die nicht publiziert worden ist. Und die Publikation der Norm ist ja ein wesentlicher Geltungsgrund. Der Bürger muss ja wissen, was der Gesetzgeber von ihm will. Im Steuerrecht sagen mir die Beteiligten, zu einem wesentlichen Teil kann dieses Wissen nur noch durch einen erheblichen finanziellen Aufwand erworben werden, nämlich durch die Beratung. Und jetzt nehmen Sie mal ein mittelständisches Unternehmen mit 30 Personen, Handwerksbetrieb, unternehmerischer Betrieb, der Dinge verändern will oder seine Steuererklärung machen will. Er muss einen erheblichen Teil Aufwand treiben, damit er gesetzeskonform handelt. An irgendeinem Punkt, und ich wünschte mir, dass die Juristen sich mal damit befassen, ist der Grundsatz, der rechtsstaatliche Grundsatz beschädigt, dass der Bürger einen Anspruch darauf hat, dass Normen erlassen werden, die er ohne fremde Hilfe befolgen kann. Das ist nämlich das eigentliche Wesen des Sozialstaats. Ich benenne solche Probleme nicht, weil ich den Versuch machen will, jetzt irgendwelche Antworten zu geben, sondern weil ich deutlich machen will, dass es zum Beispiel sehr sinnvoll ist, dass Philosophen, Juristen, Theologen und Soziologen oder Politologen sich eine solche Frage gemeinsam vornehmen. Und vor diesem Hintergrund mal prüfen, was ist denn das Ordnungselement Rechtsstaat? Das ist eine rein positivistische Sache. Gesetze müssen veröffentlicht werden. Was drinsteht, spielt keine Rolle. Und wenn die Leute es nicht verstehen, sollen sie sich Rat holen. Das kann nicht der rechtsstaatliche Begriff sein. Sie haben keine medizinische Fakultät, deshalb werde ich da nicht allzu viel sagen. Aber ich will eins deutlich machen, weil ich mich seit 20 Jahren damit beschäftige. Es gibt in der Menschheit erstens mal eine hervorragende, und bei uns, auch gerade bei uns, eine hervorragende Medizin, die sich selbst als Schulmedizin bezeichnet. Dieser Begriff ist eine gewisse Distanzierung
von anderen versuchen, Leute zu heilen oder wieder gesund zu bekommen, die nicht nach Auffassung der Mediziner wissenschaftlich sind. Nun, über den Wissenschaftsbegriff will ich nicht streiten, aber wenn es stimmt, und es stimmt, es wird inzwischen auch bei der Medizin nicht mehr bestritten, dass es ein großes Werk von Erfahrungen gibt, die die Menschheit produziert hat. Kinesiologie wird ja inzwischen akzeptiert. Nicht nur, weil sie 3000 Jahre alt ist, sondern weil sie überzeugende Ergebnisse liefert. Bei anderen fängt das auch an. Und da muss ich jetzt meine Frau einschließen, weil sie immer wieder Partnerschaften oder alles Mögliche gemacht hat bei Krankenorganisationen, also bei sogenannten Selbsthilfegruppen. Und da interessiert es. Wir fangen jetzt an mit der Dresdner Universität und mit anderen eine Brücke zu schlagen zwischen der Schulmedizin und der Erfahrungsmedizin. Und zwar ganz einfach. Ich frage die Mediziner, seid ihr nicht neugierig? Wollt ihr nicht mal rausfinden, warum das funktioniert, was die da in der Kinesiologie machen oder in anderen Bereichen? Das muss euch doch interessieren. Bis vor kurzem haben sie gesagt, ist nicht wissenschaftlich. Damit war die Frage, ob sie Interesse haben, nicht beantwortet, sondern sie war vermieden. Jetzt kommen gerade die Jüngeren und fangen an zu bohren. Nun ist da die Konkurrenz zwischen den älteren Professoren, die noch ihr Reich beherrschen, und den Jüngeren, die was anders machen wollen, hilfreich. Das kann man nutzen. Aber wir können in einer Gesellschaft, die altert und bei denen es sehr darauf ankommt, dass ein 70-Jähriger noch rüstig ist, und zwar nicht als Ausnahme, sondern als Regel, und dass er Beiträge leisten kann oder sie Beiträge leisten kann zur Bewältigung von Problemen, die man zum Beispiel nur auf der kommunalen Ebene lösen kann. Dass die zur Verfügung stehen. Die wollen ja zur Verfügung stehen. Und dann müssen wir die Governance-Leute und die Soziologen und andere, die sich mit Gemeinschaftsstrukturen befassen, sofort hinzuziehen und sagen, was muss man da machen? Dass die nicht verloren gehen, dass die nicht einsam werden, dass die Teil des Ganzen bleiben. Das alles entwickelt sich jetzt, das ist alles neu. Und dieses Neue muss uns doch eigentlich wirklich interessieren. Also, mein Plädoyer war, Sachverhalte aufklären, auch wenn es mühsam ist. Kann sehr lange dauern, bis man da wirklich an die Wurzel kommt. Fragen, wie sollen wir diese Sachverhalte angehen, und daraus zum Schluss Schlussfolgerungen für die Aufgaben der Hochschule ziehen. Steht für mich außer Zweifel, und ich finde, da ist das, was in den jungen Hochschulen, wie Bayreuth gemacht wird, durchaus ermutigend und auch zielführend. Man muss nicht in der Ausnahme mit Repräsentanten mehrerer Fakultäten zusammenarbeiten, sondern in der Regel. Die Fakultäten braucht man immer noch, aber man muss sie durchlässig machen. Meine Erfahrung, das ist auch der Grund, warum ich da bei der Dresdner International University auf der Beteiligung mehrerer Fakultäten an Masterprogrammen bestanden habe. Meine Erfahrung ist, dass die wirklich interessanten Fragen an den Schnittstellen der Fakultäten entstehen und nicht im Mainstream. Im Mainstream fühlt man sich eigentlich wohl aufgehoben. Das hat man so gemacht, das macht man immer so. Da läuft man nicht Gefahr, irgendwie irgendjemanden anzurempeln. Die Schwierigkeit ist an den Schnittstellen. Und dort, wo sich es reibt, wo neue Fragen aufstehen, da ist auch mehr Kreativität jedenfalls, als wenn man in einem Kreis von Leuten lebt, die eigentlich im Großen und Ganzen im Konsens stehen. Diese Herausforderung ist keineswegs irgendwie kritisch gemeint, sondern sie ist eigentlich helfend gemeint. Ich bin in interdisziplinären Dingen groß geworden. Ich habe Lehrer gehabt aus verschiedenen Disziplinen, und die haben so gearbeitet und auch schon vor 50 Jahren. Aber ich frage immer wieder, ob wir das genug tun. Die Universitäten sind jedenfalls die einzigen, die das wirklich vorantreiben können. Und sie sollten das so anlegen, dass sie nicht erst fragen, wofür kriege ich Geld, und dann das Projekt entwickeln. Sondern erst fragen, was ist notwendig, was ist dringend notwendig.
wohl überlegt, gut erarbeitet und dann sagen, und dafür brauchen wir Geld, Deutschland, nicht die Universität. Die Universität kann die Leistung erbringen, aber über die Frage, ob das, die Bundesrepublik Deutschland, ob der Freistaat Sachsen, der Freistaat Bayern oder wer auch immer verstanden hat, dass diese Fragen notwendig sind, kann die Universität nicht entscheiden. Also muss sie dem Staat die Aufgabe geben, zu sagen, ob er daran interessiert ist. Das macht ein ganz anderes Bild. Sie müssen die Beweislast umkehren. Sie müssen, wenn Sie ein großes Projekt haben, sagen, wir sind der Meinung, und andere wahrscheinlich auch, und möglicherweise auch in der Öffentlichkeit, dass das eine für die nächsten 8 Jahre oder 6 Jahre notwendige Weiterentwicklung ist. Habt ihr das verstanden? Das meine ich nicht gehässig, wenn Sie auch mal Abgeordneter in einem Parlament waren, ob im Bundestag oder im Nordrhein-Westfälischen Landtag oder im Sächsischen Landtag. Gut, da war ich Ministerpräsident, aber in den beiden anderen war ich Abgeordneter. Und Sie erleben, was auf diese Abgeordneten an Entscheidungshaushalten zukommt, von Brüssel, von allen möglichen Interessengruppen und so weiter und so weiter, dann haben die nur im begrenzten Umfang noch Energien und Fähigkeiten übrig, um längerfristige Ziele in die Gegenwart zu holen. Denn längerfristige Ergebnisse in die Gegenwart holen, heißt ja genau das, was ich hier sage. Ich muss heute investieren, damit ich in 10 Jahren oder 8 Jahren eine Antwort habe, die trägt. Um das zu schaffen, kann die Universität, wenn sie das richtig macht, auch in ihren Lernenden Ressourcen schöpfen. Denn meine Erfahrung ist auch da, wenn man Projekte hat, das habe ich nicht nur in Amerika gelernt, das haben wir auch hier gemacht, wenn man Projekte hat und sagen wir mal, die etwas weiteren Semester daran interessiert, an solchen Projekten mitzuarbeiten und in der Universität selbst die Gestaltungsfähigkeiten, also auch die Beweglichkeiten besitzt, solche Projekte zu machen, dann ist die Zusammenarbeit zwischen Lehrer und Lernenden, selbst wenn der Altersunterschied größer ist, als es in Bochum war, als ich Rektor war, war ich 37 und die Studenten, die dort waren und der Meinung waren, sie müssten 10 Semester studieren, waren eben 27. Also das ist was anderes. Aber diese Situation ist ja nicht erstrebenswert, sondern wir wollen kürzere Studienzeiten und längere Zusammenarbeit zur Erforschung der Wirklichkeit und der Bewältigung ihrer Komplexität. Und damit bin ich bei dem, womit ich angefangen habe, nämlich mit der Sprachfähigkeit. Meine Sorge ist, und das bezieht sich jetzt nicht nur, Herr Kollege, auf Ihre Untersuchung, sondern es bezieht sich auch auf andere Untersuchungen, die inzwischen angestellt werden, über die Auswirkungen der Internetkommunikation und der angebotenen Kommunikationsmöglichkeiten auf die Sprachfähigkeit. Es ist nach meiner Auffassung eine wirklich kritische Sache, wenn es nicht gelingt, jedenfalls einen wesentlichen Teil der nachwachsenden Generation so auszubilden und so weiterzuführen, dass sie nach wie vor die Sprachfähigkeit erhalten, ohne die man die Komplexität der heutigen Zeit nicht verstehen kann. Und da meine ich jetzt nicht die Komplexität von Anagorismen, sondern ich meine nicht die Komplexitätsfalle, über die gesprochen wird, diese unendlich komplizierten, sondern die ganz einfache Komplexität, über die wir ja vorhin gesprochen haben oder ich mal Beispiele gebildet habe und die jungen Leute ja auch kennen, sie fühlen, dass es da ist, aber sie müssen es verstehen. Sie müssen es auch verstehen, wenn sie später mal als Bürgerinnen und Bürger Voten abgeben müssen darüber, was da geschehen soll. Oder wie man weitergeht oder wen sie unterstützen wollen in einer bestimmten Situation. Die Sprachfähigkeit zu erhalten gilt für alle Fakultäten. Ich war 24 Jahre Mitglied des Senats der Max-Planck-Gesellschaft, 2x12 Jahre. Und ich habe immer wieder auch in der Max-Planck-Gesellschaft gesagt, achtet darauf, dass die Wissenschaftler sich untereinander verstehen. Vor wenigen Tagen habe ich einen Mediziner, den ich außerordentlich hochschätze, aus der Universitätsklinik in Dresden gefragt. Wie viel von den anderen Spezialisten, die Sie in Ihrer Universitätsklinik haben, verstehen Sie noch?
Können Sie ein Fachgespräch führen, ohne erstmal sich gegenseitig die Sprache beizubringen? Er sagt, das wäre sehr, sehr schwierig. Die Spezialisierung auf Teile des Menschen, Körperteile des Menschen, Funktionen dieses Menschen, sei inzwischen so hoch getrieben, dass es kaum noch möglich war, seit den Patienten als Ganzes wahrzunehmen. Das ist aber eine dramatische Entwicklung. Und diese Fähigkeit, untereinander zu kommunizieren, die ist Auftrag der Universitas. Sie dürfen hier niemanden rauslassen, der nicht mindestens in einem anderen Fach noch weiß, was der Kollege redet. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen Glück auf.